Lass Altes los und mach Platz für Neues. Das ist das Motto von der Alice Bauer. Denn sie hat sich auf die japanische Kunst des Aufräumens spezialisiert, wie das die Marie Kondo weltweit bekannt gemacht hat. Heute ist sie bei mir im Studio und erzählt mir davon, wie die Methode befreiend kann sein und ob es auch nicht einfach schwierig ist, sich von seinen Habseligkeiten zu trennen. Hallo Alice, schön bist du heute bei mir im Studio. Ich finde das sehr, sehr ein spannendes Thema und ich glaube jetzt auch gerade aufs neue Jahr hin, sind das ja gute Neujahrsvorsätze, sich ein bisschen von Sachen zu trennen und ein bisschen zu entrümpeln. Erzähl mir doch mal, wie bist du zu dieser Aufräummethode gekommen? Hallo Ronja, danke schön für die Einladung. ich bin eigentlich per Zufall auf die Marie Kondo gestoßen, 2017, habe aber vorher im Privaten für meine Freunde und Familie schon gecoacht und aufgeräumt, ohne dass ich es gewusst habe, dass ich damit mal mein Geld verdiene. Und dann habe ich 2017 der Marie Kondo ihr Buch gelesen, «The Life-Changing Magic of Tidying Up», und habe sofort für das Thema brennt und habe gewusst, das wird ich. Ja. Du hast ja ursprünglich Innenarchitektur studiert und dann bist du auf Basel gekommen und dann haben dich Freunde angefragt, ob du mal ihnen helfen könntest, oder wie hat das angefangen? Ja, ja, definitiv. Eine Freundin war in ganz einer schwierigen Lebenssituation und ich hatte Zeit gehabt. Ich habe Musiker und habe ihm geholfen und ihn begleitet. Wir haben eine neue Wohnung gesucht. Er hat sich komplett von der alten Sache getrennt. Und wir haben die neue Wohnung eingerichtet und er war ganz happy gewesen. Ja. Und dann sind immer mehr so Aufträge gekommen, bis du dich dann so selbstständig gemacht hast mit dem? Dann sind immer wieder so Anfragen gekommen. Kannst du nicht schauen? Kannst du nicht helfen? Hast du nicht echt einen Tipp oder so? Und ja, so ist das reingetrudelt und dann habe ich gefunden, mal das mache ich. Ja. Und jetzt bist du selbstständig. Erzähl mir doch gerade mal, was sind so die Grundsätze von dieser Methode? Was kannst du uns da erzählen? Also ich würde sagen, die Methode selber zeichnet aus, dass sie einfach radikal ist. Ja. Also gnadenlos. Du musst dich auch wirklich entschließen, dass du das durchziehst, sonst hast du einfach keine Motivation. Das ist nicht, ich räume heute da und morgen bin ich dort, sondern das fange ich an und ziehe ich durch. Ja. Das ist definitiv so das Wichtigste, wo du musst dich einfach entschließen, dass du das machst. Ja. Und nachher ist ganz wichtig, finde ich, dass man sich das vorstellt, wie will ich denn leben? Das visualisiert, vielleicht macht man ein Vision Board oder nimmt das in einer schönen Zeitschrift, ein paar Fötterli, macht ein Collage, so etwas, oder findet auf Pinterest etwas, was einem gefällt, dass man immer so ein Ziel vor Augen hat. Ja. Und für mich ist einfach das Allerwichtigste, wo ganz viele Leute scheitern, man muss einfach zuerst alles ausmisten und erst nachher verstauen. Ja, genau. Also deine Methode ist quasi, wenn du zu jemandem heimgehst, zuerst einmal alles vorreissen, oder wie machst du das, wenn du zu jemandem das erste Mal heimgehst? Nein, schon nicht gerade. Ich helfe dann beim Vorreissen. Okay. Man hat vorher ein kleines Gespräch, schaut wirklich, was sind denn deine Erwartungen, wie sehe ich mich? Ich sehe mich immer in der Rolle als Begleitung, als Lehrerin, als Coach. Ich würde nie jemandem sagen, er muss etwas tun, was er nicht will, auf gar keinen Fall. Weil man soll nur die Sachen behalten, die einen glücklich machen, und wenn einer etwas glücklich macht, dann behaltet man es. Ja. Und ist das nicht auch sehr intim? Du siehst ja wirklich sehr nach, was die Leute so haben, und ist das ja sehr persönlich, oder nicht? Sehr, sehr. Und je länger man die Leute begleitet, umso persönlicher wird es. Und nachher ist es wirklich so, wenn das über Wochen und Monate geht, dass man wirklich wie ein Teil von dem Leben auch ist nachher. Du hast selber sicher auch ein Faible für Ordnung und Organisieren. Hast du die Methoden auch bei dir selber angewendet und im Zuhause? Ja, ja, natürlich. Das ist die Bedingung, dass du überhaupt von der Marie Kondo wirst angenommen, für die Ausbildung zu machen. Okay. Und da hast du dich wirklich von ganz vielen Sachen getrennt. Wie fühlt man sich nachher? Oh, toll. Ja. Ich glaube, zwei Drittel von dem, was ich besessen habe, habe ich fortan. Ja. Also ich habe gelesen, im Gegensatz zum ständigen Aufräumen ist die Methode ein einmaliges Happening. Also wie ein verändertes Mindset. Was ist denn daran, dass man nicht immer wieder rückfällt und wieder Zeug und Sachen kauft und sich wieder das Haus vollstopft? Ich denke, das ist die Kernidee ist, dass du alles auf einen Haufen türmst und nachher, nachdem du den Haufen gesehen hast, bist du überwältigt von dem, was du hast. Schockmoment. Total. Und ich glaube, das ist so, wo wirklich ganz viele sagen, oh wow, das hätte ich einfach nicht gedacht. Ja.
Und du bist viel bewusster, weil du weißt ganz genau nachher, was habe ich. Ich habe 5 Jeans, ich muss nicht nur eine haben. Ich denke, das ist, und es ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Also du kriegst dir schöne aufgeräumte Wohnung nicht geschenkt. Du musst einfach, es ist knochenhart. Ja, und das heißt, du begleitest dann Leute auch teilweise über Wochen? Monate ja. Sogar. Also ja. Auch Jahre, wenn es muss sein. Ja. Und was für Leute kommen da so zu dir? Ah, das ist bunt gemischt. Alles Mögliche. Bunt gemischt, wirklich. Mhm. Viele, die eine Trennung hinter sich haben. Einige, wo der Partner vielleicht gestorben ist, wo ganz schlimme Verlust haben, wo überhaupt nicht wissen, wie mit dem umgehen. Das ist auch noch immer recht speziell. Mhm. Viele kommen, bevor dass sie zögeln oder bevor das Kinder auf die Welt kommen, noch das Kinderzimmer schön machen und die ehemalige Rumpelkammer so zum Kinderzimmer machen. Ja. Das ist natürlich ganz eine tolle Aufgabe nachher. Mhm. Ja. Und was macht man mit jetzt entsorgenden Sachen? Also, hast du da Ideen, was man machen könnte mit denen? Oder kommt das einfach alles auf den Müll? Das ist ja je nachdem dann auch ein bisschen, ich weiß nicht, Materialverschwendung. Nein, schon nicht. Also der Nachhaltigkeitsgedanke ist definitiv da. Es gibt ja dort in Basel und in der Region ganz tolle Secondhand-Shops, wo man seine Klamotten hintun kann. Es gibt ja verschiedene Plattformen, wo man auch seine Sachen kann verkaufen kann. Es gibt Bücherschränke zum Bücherspenden. Und was wirklich kaputt ist, das darf dann auch weg. Ja. Und du bietest ja nicht nur Privatcoachings an, sondern auch Gruppencoachings, zum Beispiel in Rheinach, habe ich gesehen. Was machen die Leute dort mit dir? Oh, das wird ein Workshop, der heißt Lass los und drum auf. Und wir machen alles interaktiv, die Leute sollen partizipieren und teilhaben und lernen die Methode kennen, die Grundsätze von der Methode und kriegen wirklich Tipps und Tricks an die Hand, die sie gerade können daheim umsetzen. Ja. Wem würdest du deine Coachings empfehlen? Jeder, der unzufrieden ist. Ja, einfach. Definitiv. Wenn du irgendwie nicht gern daheim bist und nicht genau weißt und irgendwie bist unwohl und die Wohnung ist vielleicht zusammengewürfelt, man weiß nicht genau. Mhm. Das würde ich dann schon mal machen. Ja, und jetzt so in der Covid-Zeit hast du auch Online-Coachings gemacht. Wie hat das ausgesehen? Und das war spannend, natürlich eine Herausforderung für mich, weil sonst bin ich direkt 1:1 an der Person dran. Ich habe das über Videotelefonie gemacht oder Zoom-Calls und das ist nochmal etwas anderes, weil du nicht direkt dort bist. Mhm. Also ich kann zwar den Input geben, ich kann auch schauen, wie es die Leute teilweise umsetzen, aber ich bin einfach nicht so 1:1 dabei nachher. Ja, schön, liebe Alice. Mhm. Herzlichen Dank, bist du bei mir gewesen, sehr spannend, dein Thema, und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön vielmals, Ronja. Das war Alice Bauer von conali.ch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr.